Und damit willkommen zurück zu Thimbleweed Park. Wir haben in der letzten Episode etwas die Stadt erkundet und sind dabei auf eine Verwandtschaft von dieser Pillow-Chuck-Familie getroffen, eine Dame. Und hier geht es um eine Spieleprogrammiererin in der Vergangenheit, die wir gerade spielen. So, was haben wir denn noch hier in dem Riesenanwesen? The fireplace looks very clean. Okay. Wir machen irgendein. This log should burn really well now. Mhm. Irgendwas sollen wir hier machen. Gut, was haben wir da? Ist noch eine Tür. Okay, was haben wir denn hier drin? Wir haben Schränke. Wir öffnen. There's nothing inside except an empty glass. Hat das bei uns geklingelt? There's nothing inside. Ist da. Okay. George? Hi again, George. It's not like a government employee to make a mistake, but I forgot to deliver this important letter for your Uncle Chuck. He's busy in his workshop and can't be disturbed. I'll take it for him. Okay, Dolores, here it is. And remember, it's illegal to open someone else's mail. Punishable by a $50,000 fine and or 5 years in jail. Thanks, George. That's good to know. Okay, back to my vitally important government job. Ich nehme an, wir sollen es öffnen. Did it? Okay, finde Onkel Chuck. Können wir mal zumindest schauen, was da drauf ist. It's a letter to my Uncle Chuck. As expected, the post office is poorly pro... So, wir haben eine Mikrowelle. Können wir die öffnen? It's a microwave oven. There's nothing inside. Wir können echt alle Schubfächer aufmachen. There's nothing inside. There's nothing inside. There's nothing inside. There's nothing inside. Wir machen mal alles auf. Ich denke nur an There's nothing inside. There's nothing inside. There's nothing inside. Von unten nach oben. So, wir haben hier einen Wasserhahn, da können wir theoretisch Glas mit Wasser. The glass is now filled with water. Okay, für was auch immer, wir können Wasser nehmen. Können wir den zumindest noch schließen. Okay. Pretty clean, considering. So, und jetzt haben wir einen Kühlschrank, der sieht, was da runterläuft. What is that dripping out of the bottom? Yuck. Okay, was haben wir? Geh zur Dose, nicht Warnverzeichen. Was? Nicht Warenzeichen verletzender Pupsi. Achso, Pepsi. Pupsi, ich verstehe. It's a can of non-trademark infringing Pupsi. Pretty wilted. Who knows how long this has been in here. Okay, wir können wirklich allen möglichen Scheiß mit dem alten Batterien was. They look pretty old. I think I see mold growing on one. Take it. Looks good enough for a snack. Batterien im Kühlschrank? Why? What a mess. Someone could cut themselves on those bottles. Okay, können wir dann die nehmen? Carefully handling broken glass. Flask of extreme chili sauce by Brian H.J. comes with a warning. You might breathe fire. Okay, können wir... Den schließe ich zumindest wieder. Okay, wir haben alles Mögliche. Gut. Ich weiß nicht was, man kann irgendwas kombinieren von dem Essen wahrscheinlich dann später. Um, ich weiß es nicht, eine Maus das Fürchten zu lernen. Vielleicht auch, dass Chuck irgendwas nicht kriegt. Wer weiß, wer ist. Was haben wir denn? Indextron. This is Uncle Chuck's Indextron 3000 Library Filing Lookup System. It uses the Spewy Decimal System to catalog books. Das ist sehr schön. Lots of books, but you have to know what you're looking for. Okay, das wissen wir noch nicht. Deswegen schauen wir uns erstmal, was haben wir denn betrachtet. Ach du Scheiße. I need to leave home.
Die meisten Bücher in der Bücherei wurden von den Backern und Supportern des Spiels geschrieben. Diese sind für den Inhalt verantwortlich. Sie wurden deswegen auch nicht übersetzt. Ah, wie cool. Die meisten heißt also, es gibt irgendein, zwei Bücher, die sinnvoll sind. There's a sign there. Better read it first. It says out of order. The sign says it's out of order. The sign says it's out of order. Kannst du ja trotzdem mal probieren. The sign says it's out of order. Alter Schwede, das sind ja viele. Chuck die Pflanze. Chucky's been in our family for years. He's a good plant. That doesn't seem to work. Können wir drücken? Chucky has been sitting here forever. I don't want to move him now. Zumindest wenn was nicht sinnvoll ist, wie Rede mit Gegenstand, wird es automatisch ausgeblendet. Auch interessant. So, auch hier können wir das Telefonbuch anschauen. Und können dort anrufen. Wir lesen nochmal ganz schnell, was war hier. Nee, Quatsch. Schaue Zeitschrift. Genau, wir müssen da was hinschicken. Wow, an ad for a job at Mucus Phlegm Games, my favorite game company. This could be a dream come true. I'm going to apply. There's a modem number to call. Richtig. So, ich habe oben noch nicht alles gemacht. Also, hierdurch kommen wir ganz weit rechts raus. Wenn wir hier reingehen, kommen wir da raus. Ist doch nur Quatsch, oder? Kommen wir immer hier raus? Moment. Okay, wir laufen einfach mal nach rechts. So, Preisfrage ist, ob einer dieser Räume sinnvoll ist. Franklin, you idiot! I'm just trying to, you know. Ah, Chuck. Is that yelling? Oh, gag me. I hope my dad and Uncle Chuck aren't fighting again. And since most of the machinery at the Pillow Factory is lying fallow, I've come up with this, you know, great plan to repurpose them. We can use them to make, you know, plush toys. Franklin, you idiot! The company is Pillowtronics, not stupid plush toytronics. We make pillows! What do you think that would do to our credibility, our reputation? Okay, Chuck, you're right, but I was up all night working on the business plan. Maybe you could just, you know, look at it? No, no, no! It's a pillow factory! Are you two fighting again? I'm getting so sick of this! You're brothers! Take a chill pill! You started the pillow factory together! Won't you ever stop fighting about it? Nothing you need to worry about, Dolores. Right, Franklin, old brother? Ah, yes. You know, your uncle and I were just, you know, talking business. I have some work to do. Dolores, can you get my 0.8mm point-tip soldering iron? You know, Uncle Chuck, you should use a 2mm flat tip, and you never heat your solder hot enough. That's my favorite niece. I can't wait for you to take over the pillow factory. I know you'll keep the Edmund pillow dream alive. Schön, dass sie gehen möchte. Checkregister, mal gucken. It's Uncle Chuck's check register. I guess that makes it a Chuck register. I'd better not touch it. Uncle Chuck gets real angry if I'm too nosy about his business affairs. It's an empty bottle of homemade printer ribbon ink. I see some black powder around the edges, and it smells awful. Warning, contents highly flammable. Okay, da weiß man schon, was man damit macht. Ich weiß nur nicht, warum ich das vorher machen soll, aber ich weiß, wir könnten eins machen. Uncle Chuck is always very touchy about this painting. Wonder why? Dolores, my dear, don't touch the painting. You'll get access to it and what's behind it after you've taken over the pillow factory. Okay, das ist was Wichtiges. Was haben wir da noch? Regale. Wir gucken sie mal an. Oh, Dolores, Dolores, Dolores. How many times have I told you not to touch my things? But as soon as you've taken over the pillow factory, they're all yours to do with as you wish.
Mach das und das nicht. Außer du wirst das übernehmen. Und ich höre, du willst es gar nicht, aber trotzdem. Deswegen sage ich es umso öfter. It's a defunct robot prototype. Sieht ein bisschen aus wie von Star Wars. It's a box, but it's sealed shut. My dear Dolores, please leave my box alone. You may open it up as soon as you've taken over the pillow factory. Oh, Dolores, Dolores, but as soon as... Moment, was ist hier? Regale, hier oben ist eine Cat 509 Tails Peitsche. Whoa, whoa, whoa. It's a whip made out of network cables. The label says it's called Cat 509 Tails, produced by getdigital.eu. I guess Uncle Chuck was an impatient system admin back in the day. Oh ja, oh, ich verstehe ich, dass man da... Okay, wir können damit irgendwas angehen. Wir haben die Poster noch. Und hier ist Oszilloskop. Das Bett noch. Uncle Chuck never makes his bed. Wir schauen uns mal den Schreibtisch an. It's Uncle Chuck's custom-built multiband oscilloscope with phase memory monitoring. Na gut, komm, wir reden erstmal mit Chuck. Hello, my favorite niece. George hat diesen Brief für dich abgegeben, Onkel Chuck. Uncle Chuck, I have something for you. What is it, Dolores? A letter George the postman just delivered. Oh, I've been expecting this. I'll deal with it later. Okay, wir reden weiter mit ihm. Hello, my favorite. Du sollst netter zu meinem Vater sein, er will doch nur helfen. You should be nicer to my father. He just wants to help. Franklin is well-meaning, I will give you that. But he just doesn't have the same passion and vision for pillows that you and I have. Hmm. Oh Gott, sind alle drei Sachen, die ihr spürst. I just wanted to say how much I love you, Uncle Chuck. I love you too, Dolores. So fängt man das Gespräch an. I can't wait for you to take over the pillow factory and restore the family heritage. All diese Gespräche führen dazu, dass man dann lieber nichts sagt. Hello, my favorite. I just wanted to say I love I. Wir probieren mal die anderen drei Varianten aus. Hello. I just wanted to say how much I love I can't. Da habe ich mir doch gedacht, sie hat ihren Traum, aber hat nicht die den Mut, es ihnen zu sagen. Okay, wir haben haufenweise Zeug gekriegt. Können wir den Brief jetzt wieder nehmen? Okay, wir können sogar wieder nehmen. Ich denke, wir wollen mal reinschauen, was da ist. So, versendet die ausgefüllte Bewerbung, finde Onkel Chuck. Okay, dann gehen wir erstmal wieder raus. Können wir hier was noch reingehen? Feeling my way along. Gut, wir haben einen Haufen Zeug. Ich weiß nicht, warum ich ein Feuer machen sollte aktuell. Deswegen wäre mein Vorschlag... Wir gehen wieder in unser Zimmer. So, wir nutzen den I'm dialing the mucus phlegm modem number. It's connecting. Ach, die Geräusche. I can't believe my computer is connected to mucus phlegm. Welcome to the new online mucus phlegm job application program. Just fill out your personal information and answer a few simple mucus programming questions. Then print out the application and send it to Mucus Phlegm. We'll get back to you in exactly 5 days. What is your name? Oh Gott. Haben wir irgendwo? Wir haben bestimmt das A drin. Thank you. What is your address? Sind wir Wyoming? Oh Gott, oh Gott. Noted. Next, what's your programming language of choice? The language you are most proficient in. Zwischen alle. Lisp sogar. Cool. Pascal, C. Oh, ist Pascal. Basic. Nehmen alle. Very ambitious. We like that.
Please answer the following questions about our proprietary mucus programming language. You must get all of the questions right to submit your application. First question, what do mucus source level debuggers run on? Okay. Das ist wahrscheinlich eine Sache, die wir recherchieren müssen, ne? Wir müssen was Falsches tippen. Ich würde mal testen kurz, was passiert, wenn wir was Falsches tippen. Das ist Quatsch. Thank you for taking the Mucus Phlegm programming test. Unfortunately, you did not pass. Feel free. I need to go find a book about mucus programming. Okay, deswegen haben wir die Bibliothek. Das heißt, wir. I can't open. Wir gehen hier hin. Hmm, it says there's a book on mucus here. It's in section 3.1. Ich finde es aber cool, dass ich sein Buch schreiben konnte hier. Ah, 3.1, Moment. Sorry, Dolores had to witness that. Wir müssen hoch, deswegen. Franklin, wir schauen uns das mal an. Achso, dürfen wir nicht. Wir reden mit ihm. Vater, Onkel Chuck, niemals so mit dir reden dürfen. Onkel Chuck never should have talked to you like that. He's right. My idea was worthless. I'm worthless. Dad, I don't like to see you like this. Ich mag deine Idee für die Kissenfabrik. I liked your idea for the pillow factory. Chuck thought it was a bad idea. He's right. He's never even read it. Du brauchst mehr Selbstvertrauen, damit Onkel Chuck dich nicht mehr so herumschubsen kann. You need more confidence. And stop letting Uncle Chuck push you around. Thanks, Dolores. You're a great daughter. But Chuck knows what is best for the factory. Bis später, Dad. Ich liebe dich. Bye, Dad. I love you. Goodbye, Dolores. So, wir müssen irgendwie hochkommen. The sign says it's out of order. Chuck is such a bully. Können wir nicht einfach das Schild nehmen? No one will miss this out of order sign. Richtig, und damit kommen wir hoch. The out of order sign is gone, so it's obviously fixed. Haven't been up here for a long time. So einfach sind solche. Okay, was haben wir denn? Wir sehen Gemälde, wir gucken uns die mal an. That's my great grandfather, Edmund Edmund, who was a great industrialist. Okay, wie weit dürfen wir hingehen? That's my Scottish great-great-great-grandfather, Edyr the Dragonslayer. Der Drachenball im Hintergrund, das ist Fotografie, keine Malerei. Ganz klar. That's my great-great-grandmother, Lady Edwina. That's my grandmother, Edith, and her second husband, Charles. I really admire them. That's Uncle Chuck as a young man, with robots on his mind even then. Okay, wir müssen 3-1 müssen wir gehen. Ja. Wie ist es? 265 Shades of Grayscale. Oh, wie cool. Also jetzt müssen wir wissen, dass natürlich die dass man ja die Farben so einordnen kann in einer gewissen Skalenbreite. Und 256 zum Beispiel, da könnte man jetzt zum alles nehmen von den drei Grundfarbtönen oder man hat halt da auch die Grauskalen dabei und das ist eine Möglichkeit. Die 50 Shades of Grey oder was anderes. The Looping Loop Toilet irgendwas. Simple Beat 64er. Okay. The Graphics Basic. Ja, das ist es. Das folgende Buch ist privat und vertraulich. Jede nicht autorisierte Reproduktion wird strafrechtlich verfolgt. Copyright 1986. Mucus ist die
beste Adventure-Skriptsprache aller Zeiten. Mucus wurde das erste Mal im innovativen Spiel Menschen benutzt. Ich glaube, ihr wisst, welches Spiel das ist. Es ist eine kooperative Multitasking-Sprache, bei der mehrere Skripte gleichzeitig laufen. Erlaubt bis zu 256 lokale Raumvariablen. Übersetzung ist auch nicht so schön. Funktionen können bis zu 8 Parameter haben. Also Übergabeparameter. Der Source-Level-Debugger läuft auf einem separaten Monitor. Variablen können während des Debuggens modifiziert werden. Kompilierte Skripte werden für den Vertrieb in Dateien gepackt. Verkaufsversionen werden mit unknackbarem XOR verschlüsselt. XOR. Verbindungsoperatoren. Nicht OR, sondern XOR. Okay. 8 Darsteller können gleichzeitig auf dem Bildschirm sein. Raumhintergründe werden in Zeichensätzen komprimiert. Beim Scrollen wird der Bildschirm um 8 Pixel bewegt. Bis zu 256 Geräusche können pro Spiel definiert sein. So, ich mache es einfach mal ein Bild. Weil das kann ich mir im Himmels Willen nicht merken. Aber wir haben damit die Informationen, die wir brauchen. Achso, wir können das Buch jederzeit uns anschauen. Sehr gut. Wir haben es nämlich im Inventar. So, warum habe ich eine Peitsche? Ich habe das Gefühl, in dem Spiel, man kann viel Quatsch mitnehmen. Ich meine, bei Monkey Island war es damals auch schon so. Das hat man dann netterweise immer verloren, wenn es irgendwie im Übergang war, aber... Gut, also nochmal. Und wir nutzen nochmal den Computer. Ich mach mal ganz kurz... Please answer the following questions about our... You must get all of the... First question. What do mucus source level debug... Das hatten wir schon. Auf einem eigenen Monitor, hatten wir gesagt. Ja, separater Monitor. Next question. How many actors can be displayed at one time? Das waren 8 gewesen. Brauche ich gar nicht nachschauen. Next question. Variables can be modified while debugging your program. Ja. Next question. When the screen scrolls, it moves by... Das waren... Mittels Memory Copy. Butterweich. Nee, 8 Pixel waren. Das war eine gewisse Pixelanzahl. Ich dachte immer 8, 7 oder 5 oder sowas. Thank you for taking the Mucus Phlegm Programming Test. Congratulations, you passed the Mucus Phlegm Programming Test. Yay! I answered all the mucus questions correctly. I'm ready to print out the application. Ach, cool. Guck mal, der schreibt das und damit wird das ausgedruckt. Herrlich. Wir nehmen das Papier. Wir schauen es uns an. Ah. I printed my job application, but the page is blank. Maybe the printer is out of ink. Wir nutzen Ink mit... I can't re-ink the ribbon with an empty bottle of printer ink. Wir brauchen also... Braune Flüssigkeit ist das. Können wir da nicht... Wir brauchen eine ähnliche... I don't feel like the taste for non-trademark infringing poopsie now. It's Uncle Chuck's new invention, the Printron 3000. It's connected to my... Moment, wenn's die Erfindung vom Onkel ist, dann würde ich doch sagen, wir fragen ihn erstmal. I printed my job application, but the page is blank. Feeling my way along. Na, oder ist Version Nummer 2... Das ist wie mit Zitronentinte geschrieben, wir müssen deswegen das erhitzen. Oder was meine ihn fragen? Hello, my favorite. Uncle Chuck, do you have any new printer ribbons? You know I don't buy new ribbons, I just re-ink them myself. Printer ink is a scam. I didn't get rich by wasting money. Just get some polycyclic hydrocarbons along with methyl ethyl ketone and make the ink like I showed you. Of course. Thanks, Uncle Chuck. Ja? Wir reden noch mit ihm. Hello, my...
How do I... Printer, ink, make your own. And if you really want to do it cheaply, just get some ash and gasoline and mix well. Of course. Thanks, Uncle Chuck. Asche und Benzin. Da ist was drin? It's special gas for chainsaws only. It's pretty full. Ich finde es sehr cool, dass wir eine Kettensäge in dem einen Spielabschnitt haben. Hier finden wir Kettensägenbenzin. Wir brauchen Asche. Asche bedeutet, wir müssen was anbrennen. Weil wir haben weder Streichschuss noch irgendwas anderes. Ich meine, ich kann alles mögliche Heiße dort reintun. Ich glaube, so ist auch wahrscheinlich die Idee dahinter. Oh. Doch, nehmen Asche hier. Also, wir nutze. I think I'll just be careful with them. That's good enough for now. Whoa! Ah, damit können wir Feuer machen. So, wir können irgendwas verbrennen. Lutze. Schild. That doesn't seem to work. Gib. Sorry, jetzt bin ich schon eben geklickt. Gib. Schild. Nice warm fire. Können wir das Feuer noch ein bisschen größer machen? I actually set it on fire with my breath. Wir brauchen aber Asche. Ich meine, haben wir noch anderes Scharfes, was wir reinhauen können? Achso, nee, wir haben Wasser. Moment. Wasser. Ruß. Nimm Ruß. Great. Now I'm carrying around a handful of black soot. Nutze Ruß mit Ink. The ink bottle is now full of black fireplace soot. Und jetzt die nutzen mit Benzin. Oh, das war aber ganz leise, jetzt auf ganz falsch. Wir können das. It's a full bottle of homemade printer ink, made by me. Asche und Benzin, das ist ja auch. Das bleibt auf dem Papier und stinkt wie. Gut, aber wir haben es geschafft, das ist gut. Wir nutzen Ink damit. That should do it. The ribbon is now fully inked. Wir nutzen Ink. Yay! I. Oh, there's no paper in the Printron 3000. Oh, ist ja wirklich alles auf Kante genäht. There! The blank paper is back in the Printron 3000. Yay! I answered all the mucus questions correctly. I'm ready to print out the application. I always like to watch this part. Now I just need to stamp the envelope. Moment. It's my job application of mucus phlegm. Hope I get it. Kann ich irgendwie die Briefmarke von hier nehmen? I'm already carrying it. Kann ich die miteinander benutzen irgendwie? I can't use my application with that. Ich brauche eine Briefmarke. I'd better not open it. Uncle Chuck would know if I read it, if the envelope is ripped. Deswegen ist es ja, könnte man das mit Dampf zum Beispiel leicht öffnen und ich werde die Briefmarke nehmen. Das nochmal schaue. It's my job application of mucus phlegm. Hope I get it. Versende die ausgefüllte Bewerbung. Ich würde erstmal auf Dumpfang gehen und versuchen, die einfach reinzustecken. Wenn das nicht klappt, muss ich mich also irgendwie drum kümmern, einen Briefmarken zu kriegen. Jetzt, George, the postman will never pick it up without stamps on it. Diggin'? Wo krieg ich denn jetzt Briefmarken her? Habe ich schon einen Stamp-Automat? Warte mal. Briefmarken. Wir gehen nochmal ins Zimmer von unserem Dad. Vom Onkel, nicht Dad.
ist eher ein Dead End. Stimmt, Dead End, das ist Vater an der Sackgasse. Das nennt man Dead End. So, egal. Okay, hat er irgendwo... Warte mal, nutze... I can't use my application with that. Hello, my favorite. Uncle Chuck. What is it, Dolores? It's that letter. Didn't you already give? I'll deal with it later. It's a letter to my Uncle Chuck. The stamps haven't been canceled. Siehe, demnach. So, wo habe ich das Wesen? Ich kann nicht, warte mal, wie kann ich denn öffnen? Nehme, schließe, schaue, ziehe, ziehe vielleicht? I don't want to pull the stamps off. They might rip. Okay. Habe ich was Scharfes? Ich kann das zum Beispiel nutzen. I think I'll just be careful with them. That's good enough for now. Käse. Ich könnte es einweichen. Nutze. I don't feel like the taste for non-train bark infringing poopsie now. Okay, also offensichtlich soll ich die Briefmarke dort abmachen. Preisfrage ist, wie? Also ich würde mal sagen, Dampf ist eigentlich eine gute Sache. Die Mikrowelle vielleicht? Na gut, ich glaube, das ist ein Auftrag für... eine spätere Folge. Damit sind wir erstmal durch mit ihr und sind ganz gut weitergekommen. Also, bis demnächst. Euer Laditor. Tschüss.